Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es den weltbesten Karotten-Walnusskuchen. Und das sind auch schon unsere Zutaten. Und zwar benötigen wir 300 Gramm Mehl, 3 Eier, 150 Gramm Zucker, 120 Milliliter Öl, 120 Milliliter Milch, ein Backpulver, ein Vanillezucker oder ein Vanillearoma, eine große Karotte geraspelt, 100 Gramm gehackte Walnüsse und ein Teelöffel Zimt. Und jetzt geht's auch schon los. Als erstes schlage ich die Eier und den Zucker circa 2-3 Minuten, bis es schön schaumig cremig ist. Dann füge ich das Öl und die Milch hinzu. Das wird auch noch mal so ein bisschen durchgerührt. Die 300 Gramm Mehl und das Backpulver. Siebe ich jetzt in die Öleiermasse. So. Das wird jetzt auch noch mal umgerührt. Ich benutze keinen Vanillezucker, sondern heute ein Butter-Vanille-Aroma. Das tue ich jetzt rein. Ungefähr das halbe Fläschchen. Genau. Noch einmal kurz umrühren. So, mit dem Mixer ist eigentlich jetzt alles getan. Jetzt kommen dazu noch 100 Gramm gehackte Walnüsse. So circa ein Glas geraspelte Karotte. Das war ungefähr so eine mittelgroße bis große Karotte. Und ein Teelöffel Zimt. Das rühre ich jetzt so mit einem Spatel drunter. Jetzt ist der Kuchenteig auch schon fertig. Der kann jetzt in die Backform. Meine Backform habe ich mit meinem Backtrennmittel schon eingepinselt. Ihr könnt auch selbstverständlich Butter oder Margarine nehmen und dann noch ein bisschen mit Mehl bestäuben. So, da kommt jetzt mein Kuchenteig rein. Der Kuchen ist jetzt bereit für den Backofen. Den Backofen hatte ich auf 175 Grad Celsius vorgeheizt mit Umluft. Und ich denke mal, dass der Kuchen so 40 bis 45 Minuten backen wird. Die genaue Zeit werde ich im Anschluss noch mitteilen. Der Kuchen ist jetzt fertig. Er war genau 40 Minuten im Backofen. Den lasse ich jetzt 15 Minuten in der Backform auskühlen. Nach 15 Minuten werde ich den Kuchen stürzen und dann lasse ich ihn nochmal ganz auskühlen und dann kann man ihn mit Puderzucker bestreuen. So, der super leckere Karotten-Walnusskuchen ist jetzt fertig. Ich habe ihn mit Puderzucker bestreut und ich will auch noch mal so euch zeigen, wie lecker fluffig der ist. Probiert den unbedingt mal aus, der ist auch super schnell gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und meinen Kanal könnt ihr auch abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.